Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich habe gerade nur noch so den Impuls, hier noch zu später Stunde mal live zu gehen, denn ich hatte gerade ein längeres Gespräch mit einer wunderbaren Frau, die gerne auch in die Akademie kommt und gerne mit mir arbeiten möchte, wo es wirklich auch darum geht. Hallo liebe Margarete, schön dich zu sehen. Beziehungsweise zu sehen, dass du hier mit dabei bist. Liebe Grüße nach Wien. ja, wo es einfach darum geht, hallo liebe Gabriele, in der Akademie mit mir durchzustarten, ihren Seelenplan zu entdecken, ihren Seelenberuf zu kreieren und ja, sich so von den ganzen Schleiern zu befreien, im Hinblick auf Geldmangel, im Hinblick auf Prägungen, dass man erst noch die Ausbildung machen muss und das noch machen muss und das noch machen muss und dann erst und. Und es ging natürlich auch um das Thema Finanzen, sich von finanziellen Blockaden zu befreien und dem Geld einfach auch zu erlauben. Muss mal meinen Computer hier ein bisschen rüber schieben, damit das in meiner Brille nicht so spiegelt. Ja, sich auch von Geldblockaden einfach zu befreien und sich mal zu erlauben, Geld ins Leben ziehen zu lassen, ins Leben fließen zu lassen. Und das waren so im Groben unsere Themen. Ich hatte in der letzten Zeit, hallo liebe Katharina, ich hatte in der letzten Zeit ja hier des Öfteren schon mal so darüber gesprochen, zu dem Unterschied zwischen Schulden machen und zwischen Investition und Investition, dass es auch da nochmal Unterschiede gibt. Schau mal, ich glaube, vor 2, 3 Tagen habe ich dieses Video gemacht. Und darum ging es jetzt einfach auch nochmal um diese Prägung, die wir haben, dass wir ja einfach diesen Unterschied nicht gelernt haben, ob ich jetzt in mich selbst investiere. Und zwar investiere, indem ich zum Beispiel mein Geldthema heile, damit ich eben auch das Geld vermehre, indem ich in mich investiert habe. Oder ob ich einfach Schulden mache oder ob ich ja irgendwelche Konsumgüter kaufe oder dass es normal ist, ein Haus auf Kredit zu zahlen, sich zu kaufen oder irgendwelche Gegenstände, Möbelstücke oder was zu kaufen auf Raten oder auf Leasing, Elektrogeräte, was auch immer. Das ist normal bei uns. Oder ob ich einfach investiere in meine Persönlichkeitsentwicklung, Kurse belege, Ausbildungen mache, wo es dann aber letzten Endes die Ausbildung mit der Wissensvermittlung endet, aber es im nächsten Schritt nicht darum geht, wie du damit eben auch Geld verdienen kannst, sprich, dass das Geldthema einfach auch geheilt wird. Dass du anschließend auch genau weißt, wie setzt du das Wissen auch gewinnbringend um. Also in erster Stelle natürlich als Hilfestellung für andere Menschen. Und was daraus erfolgt, ist der Erfolg. Auch im Hinblick auf die Geldenergie. Und dazu darf ich aber auch mein Mindset mal auf das Empfangen von Geldenergie einfach auch bringen. Und das waren so alles so die Themen. Schau dir, wie gesagt, gerne meinen Beitrag an, den ich da vor 2, 3 Tagen gemacht habe zu diesem Thema. Und heute Morgen sinnigerweise hatte ich ja auch ein Live-Video hier gemacht, wo ich gesagt habe, ich würde dir so gerne mal meine Augen geben, dass du dich selbst mal durch deine Augen anschaust, weil auch in dir so viel Potenzial steckt. Deine Gaben, deine Stärken, deine Kreativität, dein Seelenplan, der entdeckt werden möchte. Aber man selbst glaubt zu wenig an sich. Hallo, liebe Kerstin. Und das waren so die Themen und da sind wir ja so dazu geneigt, wenn wir dann vom Universum mal so die Chance bekommen, wirklich etwas an diesen Dingen zu ändern, wirklich in uns zu investieren und zwar dahingehend, dass ich da abgeholt werde, wo ich jetzt gerade stehe und wirklich dahin gebracht werde, wo ich wirklich will,
in mein freies Leben, in ein Leben nach meinem eigenen Standard, wo es wirklich auch darum geht, den Seelenplan zu entdecken, den Seelenberuf zu kreieren, sich von dem ganzen Kram an Glaubenssätzen, Prägungen und Themen zu lösen, sich auch im Hinblick aufs Geldmindset von den ganzen Prägungen und Themen zu lösen und da auch diese Dinge zu heilen, dass ich auch wirklich Geld damit verdiene. Da sind wir dazu geneigt zu sagen, ich war das früher auch viele Jahre, ich weiß genau, was da auch im Kopf vorgeht des Gegenübers, weil ich viele Jahre genauso getickt habe. Ich kann das jetzt nicht machen, weil ich kein Geld habe. Aber genau das ist ja der Grund, wenn du deinen Seelenplan entdeckst, wenn du deinen Seelenberuf kreierst und mit dem Herzen dabei bist, anderen Menschen damit helfen willst, immer nach dem Tenor, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, dann funktioniert das, dann ist das eine runde Sache. Und daran scheitert es oft. Dann drehen wir uns einfach im Kreis und sagen, okay, ich habe das Geld jetzt nicht und kann das Coaching mir jetzt nicht erlauben und. Und dann irgendwann schickt das Universum oder der Körper Botschaften durch die Seele, sei es in Form von Burnout, von Depressionen, weil man jahrelang einfach die Dinge macht, die einem nicht wirklich am Herzen liegen, die einem Energie rauben, oder schickt den Bandscheibenvorfall oder den Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörung oder was auch immer. Und das ist der Grund, warum ich jetzt so ganz spontan auch noch online gegangen bin, weil ich zufällig dann eben auf Facebook war und von jemandem einen Post gelesen hatte, also die Dame oder was, ein Mann, weiß ich jetzt nicht, habe ich gar nicht genau geguckt, spielt ja auch keine Rolle, die einfach geschrieben hat, so sinngemäß, dass sie schon eine Weile hier auf Facebook nicht mehr unterwegs war, weil sie gerade im Krankenhaus liegt mit einer Hirnhautentzündung, und hat dann einfach auch so, ich habe nur so quer drüber gelesen, dass sie jetzt immer für andere da war und jetzt endlich erkannt hat, dass die Seele ihr schon so viele Botschaften geschickt hat, und jetzt endlich aufgrund dieser Hirnhautentzündung, wo sie am Tropf im Krankenhaus hängt und liegt, die Entscheidung getroffen hat, sich jetzt mal um sich zu kümmern, um ihre eigene Seele, um das, was ihr wirklich am Herzen liegt. Denn dann in den Situationen, wenn man dann wirklich mal vom Universum, von der Senkrechten in die Waagerechte geholt werden und da liegen, hallo liebe Birgit, und so ernsthaft die rote Karte bekommen haben vom Universum, dann denken wir, hätte ich doch nur. Dann denken wir zurück und denken, also so wäre es mir auch gegangen, wenn ich nicht irgendwann noch die Kurve gekriegt hätte, hätte ich doch nur. Ich habe es damals von, was weiß ich, läppischen 10, 15, 20.000 Euro abhängig gemacht, wo ich hätte durchstarten können in mein Leben, in mein ideales Leben, wo ich hätte können meinen Seelenplan entdecken, wo ich hätte können entdecken, was mich ausmacht, warum ich überhaupt hierher gekommen bin auf Mutter Erde, was mein Ding ist. Ich hätte mich können lösen von den ganzen Prägungen und Themen, die über mich gestülpt wurden, nur weil die Masse hier glaubt, man muss einem Beruf nachgehen, mit dem man sich arrangiert, sein Leben lang, nur Summe X verdienen kann und sich damit tröstet, dass es anderen da draußen ja noch schlechter geht als mir. Also bitte, ich weiß, wovon ich spreche. Das sind alles Dinge, die mich jahrelang ja begleitet haben. Ich komme ja auch aus der Ecke. Ich habe nur irgendwann die Kurve gekriegt, weil ich Entscheidungen getroffen habe. Weil ich mich committed habe. Weil ich mich auch dazu entschlossen habe, hey, ich bin es jetzt so leid, ich will da endlich diese Dinge in meinem Leben verändern. Und da möchte ich dich einfach mal noch mal ein bisschen wachrütteln. Es ist alles möglich. Du kannst jederzeit etwas verändern in deinem Leben. Du kannst jederzeit dich auf den Weg machen, deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf zu kreieren und alles, was dich davon abhält, dich davon zu verabschieden. Das funktioniert. Was bei mir funktioniert hat, funktioniert bei dir auch. Auch wenn du jetzt noch nicht daran glaubst, wenn
Wenn man mir vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren gesagt hätte, ich gründe mal eine Akademie, wo es einfach darum geht, holistisch und befreit zu leben und wo ich wirklich dem Ruf meiner Seele dahingehend folge, dass ich wunderbaren Frauen wie dir, hallo lieber Thorsten, und auch Männern dabei helfe, ihren Seelenplan zu entdecken, ihren Seelenberuf zu kreieren und damit eben auch einen Erfolg zu haben, nicht nur im Hinblick dahin, anderen Menschen zu helfen, sondern auch gutes Geld zu verdienen. Das hätte ich damals auch nicht für möglich gehalten. Das war die Entwicklung, weil ich mich einfach auf den Weg gemacht habe, natürlich auch vorgegangen bin. Sonst könnte ich dir dabei nicht helfen, wenn ich nicht wüsste, wovon ich spreche. Das funktioniert nicht. Wir dürfen uns immer Menschen suchen, wenn wir weiter uns entwickeln wollen, die dort sind, wo man selbst hin will. Jemand, der auf der gleichen Ebene steht, der kann nicht helfen. Das ist im Übrigen auch so der Grund, warum es natürlich auch schon mal darum geht oder darum gehen darf, was mit der eigenen Entwicklung auch einhergeht, dass das Umfeld sich langfristig auch ein bisschen ändert. Man sagt ja immer, man ist so der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen man sich umgibt. Und solange man sich in diesen Energien auch befindet, ist es sehr, sehr schwierig, da rauszukommen. Das funktioniert nicht. Und als ich das eben gelesen habe von dieser Frau, die da gerade mit einer Hirnhautentzündung im Krankenhaus liegt und wirklich über ihr Leben nachdenkt. Hallo, liebe Katharina. Ja, da dachte ich, ich muss doch jetzt einfach mal zu vorgerückter Stunde noch live gehen, um dir das mal noch mit auf den Weg zu geben. Um dir diesen Impuls zu schenken, nicht auch den Fehler zu machen, dass irgendwann die Situation kommt, wo du denkst, hätte ich doch nur. Okay? Meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bis ganz bald. Sonntagabend fällt mir gerade ein, bin ich live hier um 20 Uhr in der Gruppe. Komm dazu, da gehe ich gerne auf deine Fragen ein zu diesem Thema, um das Entdecken deines Seelenplanes, um dir da Inspiration zu schenken. Und wenn du nicht bis Sonntagabend warten möchtest, ich stelle dir gerne auch mal noch hier, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt noch Termine frei habe, ich schau mal, zu einer kostenfreien Durchbruchsession rein. Und dann lass uns persönlich miteinander sprechen. Okay? Bis dahin. Ciao.